Ja, ist denn heute schon Weihnachten? Wir haben hier ein schickes Paket bekommen und zwar von Bandwerk. Der Name sagt es schon. Die stellen schöne Apple Watch Armbänder her und wir haben euch ja schon damals eine exklusive Version vorgestellt. Da wurde das Band aus einem alten Porsche-Leder gemacht und sowas Ähnliches gibt es hier auch, allerdings mit einem anderen Leder. Und wie und was das ist, das zeigen wir euch im Video. So, hier haben wir unser nettes Paket, was auch so zu euch kommt. Genau, und bevor wir hier anfangen, starten wir natürlich mal mit dem Klassiker, mit dem Unboxing. Das ist wie Weihnachten. Ein kleines Geschenk auspacken. Dann gibt es hier so eine nette Bandwerk-Holzbox, auch mit einem kleinen Logo drauf, Limited Edition. Und wir schieben das einfach mal direkt auf. So, dann haben wir noch mal eine Verpackung, nämlich eine Bandwerktasche. Und in der befindet sich dann das Hauptprodukt, nämlich das Apple Watch Armband. Und das ist dieses hier. Genau, hier gibt es noch eine kleine Karte dazu. Und hier gibt es noch ein paar Informationen zur Lederpflege an sich. Einmal frohe Weihnachten und noch einen Gutschein für die nächste Bestellung. Wie gesagt, Deutsch und Englisch, die Lederpflege, da kann man sich ja einmal durchlesen, wie man das Ganze denn auch pflegen soll, damit es möglichst lange hält und auch möglichst lange schön aussieht. Genau, mit dabei ist auch ein Echtheitszertifikat, denn man möchte ja auch das bekommen, was man bestellt. Und da das ja eine Limited Edition ist, gibt es davon aktuell nur 499 Stück. Und wenn wir uns das mal hier umdrehen, dann sehen wir, wir haben jetzt hier die Nummer 11 von 499. Da steht nochmal alles dabei. Und den Rest dazu wollen wir euch auch nochmal erklären und euch das Armband natürlich auch im Detail zeigen. Zum Armband selbst gibt es natürlich noch ein paar Informationen. Denn es ist eine Sonderedition und diesmal haben die Macher bzw. Bandwerk ein Mercedes-Benz 280 SL W113 mit Baujahr 1970 nicht auseinandergenommen, aber das Interieurleder benutzt, um halt eben dieses Armband herzustellen. Genau, das Adaptermaterial, das ist aus Edelstahl gefertigt und die Größe ist, ja, könnt ihr bei der Bestellung selbst wählen, welche Apple Watch ihr im Einsatz habt. Ob noch Generation 1 bis 3 oder auch Generation 4 mit den neuen Größen, das könnt ihr dann natürlich entsprechend bei der Bestellung wählen. Für die Produktion wurde Großteil der Sitzleder verwendet, aber zusätzlich auch verkleidete Armaturen des 280 SL. Und deswegen gibt es auch bei jedem Band spezielle Unterschiede, Extras, die andere Bänder so nicht haben, da es halt eben individuell gefertigt wird. Es handelt sich hier um das Modell Pagode. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Ich bin jetzt nicht so der Autofreak, aber das ist der Spitzname des Mercedes-Benz 280 SL Modell W113 und so haben die Macher das hier auch genannt. Und ich würde sagen, wir schauen uns das Band jetzt mal am Handgelenk an und wie das Ganze funktioniert. Das sollte ja bekannt sein, deswegen gibt es das jetzt im Schnelldurchlauf. Ich habe aktuell hier noch so ein Loop-Armband. Das machen wir mal ab. Und legen das beiseite und haben dann halt hier entsprechend das Armband, was wir uns vielleicht vorher noch einmal im Detail anschauen können. Wir sehen hier hinten ist einmal das Bandwerk-Logo drauf und hier haben wir noch einen zusätzlichen Ring, um das Ganze gleich zu befestigen. Und hier sehen wir auf dem anderen Stück noch einmal die limitierte Edition und hier wird nochmal das, ja, beziehungsweise die Nummer angegeben, die auch auf dem Zertifikat steht, damit wir wissen, okay, das Armband und das Zertifikat gehören zusammen. Man sieht hier, das ist so ein, ja, die Farbe ist braun, die, beziehungsweise das Muster ist hier so ein bisschen aufgeraut, gepunktet. Sehr gut verarbeitet, würde ich sagen. Die Nähte sehen gut aus. Und ich würde sagen, wir machen das Ganze mal hier an unsere Apple Watch. Das ist wie bei der anderen Version auch am Anfang, das ist sehr neu. Das, beziehungsweise das Leder ist alt, aber das wurde neu gefertigt und das Ganze ist ein wenig sperrig. Ich lege das, oh, das habe ich natürlich jetzt genau falsch rum dran gemacht, sehe ich gerade. Das ist natürlich doof. Aber bei der Apple Watch wissen wir und kennen wir ja, das Installieren bzw. Deinstallieren von Armbändern ist wirklich ein Kinderspiel und innerhalb von Sekunden erledigt. So, jetzt haben wir es richtig rum.
Machen wir nochmal weg und dann sieht das Ganze so aus. Ich finde, sehr edel, sehr hübsch. Am Handgelenk sieht es dann so aus. Ist wie gesagt am Anfang noch ein bisschen sperrig, aber wenn man das, ich sage mal, einträgt, ja, ich könnte es noch ein bisschen enger machen, aber so sieht es eigentlich ganz cool. Wenn man es dann einträgt, wird es natürlich alles ein bisschen geschmeidiger. Ich finde, hat eine tolle Optik, passt auch zur dunklen Apple Watch. Der Effekt kommt vielleicht bei der silberfarbenen Apple Watch ein bisschen besser rüber. Aber wie gesagt, das ist jetzt hier die Space Grau Version. Und ich finde, optisch sieht gut aus. Qualität wie immer top. Und wenn ihr ein außergewöhnliches Band haben wollt, gibt es jetzt ein Mercedes Armband von einem alten Auto direkt hier als Apple Watch Edition. Und das Ganze kostet 99 Euro. Wie gesagt, ist auf 499 Stück begrenzt. Und ihr könnt beim Bestellprozess wählen, welche Schließe ihr haben wollt, beziehungsweise welche Adapter da angebracht werden sollen, damit das halt entsprechend für euer Modell perfekt passt.